Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons Friends of Mineral Town. So, ich habe vorgespult, weil, also ich hatte im... Ich war ja noch Ende Frühling, glaube ich, und da habe ich den ganzen Sommer gespielt. Also ab und an mal, also damit halt wieder alles so wieder spawnen kann, habe ich halt so immer so einen Tag so alles halt so aufgesammelt. Und wieder 5 Tage vorgespult und bliblablu. Also so habe ich das gemacht. Und in Herz habe ich eher weniger gemacht, weil da halt echt immer wenig war. Und dann denke ich mir so, ach komm, dann mach einfach bis jetzt das Kind da ist. Weil es ist so, dass halt 60, also doch 60 Tage, sprich 2 Monate, nachdem ihr geheiratet habt. Nee. Stopp. Nee, also. Also praktisch, wo ihr schwanger seid, darauf 2 Monate, dann bekommt ihr halt das Kind. Also praktisch nicht 30 Tage, sondern 60, also statt 1, 2 Monate. Also in dem Spiel halt so. Ja. Und jetzt lese ich vor. Es ist schon einige Zeit vergangen, seit der Doktor gekommen ist. Ist unser Kind vielleicht noch nicht bereit, auf diese Welt zu kommen? Wo bin ich eigentlich? Bin ich schon jetzt im Krankenhaus oder liege ich im Bett oder was ist jetzt Teil der Sache? Naja, du siehst erschöpft aus, aber der schwierigste Teil liegt noch vor dir. Ich hoffe, alles wird bald besser für dich, Luna. Du schaffst das, Luna. Ach, ich habe so eine Zuhause-Geburt da, oder was? Keine Sorge, alles läuft gut, bleib stark. Verdammt, und es gibt überhaupt nichts, das ich tun kann, oder? Oh. Luna, halte durch. Du hast es fast geschafft. Oh, man hört es schon schreien. Ich weiß nicht, ob man das bei der Aufnahme hört, weil ich habe ja die Musik nicht so laut, deswegen... Ah, ich liege im Bett. Herzlichen Glückwunsch, es ist ein gesunder Junge. Oh, Mutter und Kind sind wohl auf. Es gab keine Komplikation. Den Himmel sei Dank, bitte richte Luna aus, dass sie das unglaublich gut gemacht hat. Ja, vielen Dank. Luna, gut gemacht. Du hast diese schmerzvolle Erfahrung so gut überstanden. Wenn jedermann so wäre, ne? Wahnsinn, ey. So sieht also ein Neugeborenes aus. Alle Menschen sind so auf die Welt gekommen, oder? Du, ich, wir alle. Also welchen Namen sollen wir denn unseren kleinen Engel geben? Ich überlasse dir das. Ja, super. Ey, ich hasse sowas, ey, wenn man denn... Ey, ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt echt... schwer. Was nehmen wir denn da, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege jetzt. Also spontan ist mir jetzt so, ich dachte mir so, okay, nimm einfach den, der dir aus dem Gehirn irgendwie rausgeschossen kommt und das war Luca, aber ich weiß nicht. Ach komm, wir nennen ihn so. Das war der erste Name, der mir eingefallen ist, weil, weiß ich nicht, ich weiß nicht. Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja Lukas, Niklas, Kevin, keine Ahnung, Jonas. Es gibt ja zigtausende Namen, aber ich will jetzt auch keinen speziell nehmen oder irgendwie besonderen oder so. Ich habe jetzt, also das ist wirklich der Name. Ich denke mir so, also eben so ein Gedanken, dachte ich mir so, ey, nimm einfach den Namen, der dir jetzt deinen Kopf als erstes rumschwirrt, der dir halt einfällt und das war halt Luca. So einfach so, ich denke mir so, also Luca, wenn ich, so wird er geschrieben auch, alles gut. Luca? Brillant, du hast den perfekten Namen gefunden. Ah, ich bin sicher, dass Luca ihn auch lieben wird. Damit haben wir die ehrwürdige elterliche Pflicht übernommen, unser Kind zu einem reifen und gesunden Erwachsenen zu erziehen. Ab heute bin ich Mama. Luca, mein Bündelglück. Ich bin so froh, dass du fröhlich und gesund auf die Welt gekommen bist. Eieieiei. Oh Mann. Das Kind liegt da, kann man mit dem irgendwas machen jetzt?
Ja, da muss ich sowieso recherchieren, weil ich habe gesehen, da kann man, ich weiß nicht, gibt es da. Ich habe wirklich nur ganz kurz geguckt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie. Ob das so kleine Events sind oder so kleine Sachen, bis man das Kind heranzieht. Aber weiß nicht, es gibt so Geburtstag natürlich. Apropos Geburtstag, ich habe auch noch diese Briefe. Und. Ja. Deswegen. Weiß ich jetzt nicht, weil da ist Geburtstag und noch was. Es sind so ganz kleine Sachen. Ich weiß nicht, ob das Herz-Events sind oder Sachen, die man mit dem Kind machen kann oder damit das halt groß wird oder so. Und ja, da muss ich mich am besten nochmal schlau lesen. Ja, das werde ich machen, schlau lesen. Und ja, was sagt er denn jetzt? Vor allen Dingen, er hat so gesagt, so vorher so, ja. Man sieht so, also ja, geht es dir gut? Man sieht schon dein Bauch so hervorstehen. Ich gucke so meinen Charakter an, ich denke mir so, auf alle Fälle. Also, da war nichts irgendwie. Aber naja, ich kann immer noch kaum glauben, dass ich jetzt ein Kind habe. Familie, es fühlt sich noch immer nicht real an. Real. Gott. Ist eigentlich jetzt der Geburtstag eingetragen von dem? Ja, Geburtstag von Luca. Oh, süß. Ja, ich hätte jetzt noch hier im Angebot die Geburtstagswünsche. Ja, die können wir ja kurz lesen. Liebe Grüße von Thomas und Harris. Herzlichen Glückwunsch. Ach so, zu eurem Baby. Deine Familie und deine Farm wurden mit diesem wundervollen Kind gesegnet. Herzliche Grüße von ganzem Herzen. Briefe liegen heutzutage nicht mehr wirklich im Trend, oder? Anscheinend schicken die Leute jetzt nur welche zu besonderen Anlässen. Also hier ist meine. Ich hoffe, du hast einen schönen Geburtstag, Gray. Ja, und den Rest lese ich gleich vor. So, hallo, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum es jetzt woanders weitergeht. Das Ding ist, dass ich wann anders weiter aufnehmen, weil ich an dem einen Tag nicht so viel Zeit gehabt hatte und da konnte ich nicht so viel Story of Seasons aufnehmen, weil das Ding ist ja auch, das habe ich euch schon mal auch oft gesagt, sorry, falls ich es jetzt schon wieder sage, aber es ist halt viel offscreen zu machen, bis wieder das nächste ist, weil wie schon gesagt, weil das Einzigste, was ich jetzt in diesem Spiel nur noch mache, ist halt mit dem Kind das Event zu machen. Da kann ich denn auch mehr erzählen, wenn es denn soweit ist. Oder ich kann es auch, ich kann ja schon mal einen Teil erzählen. Es ist so, dass ich ja jetzt das Kind habe und das hat drei Phasen, nämlich Säugling, was ist halt logischerweise jetzt ist, krabbelnd und laufend. So, und das Kind wächst erst zum krabbelnden Kind heran, also Baby zum krabbelnden Kind, in 60 Tagen. Das heißt, es müsste am 26. im Frühling sein. Und ja, das dauert halt eine Zeit, vor allem, weil ich ja auch Geld fahren muss für die ganzen Tiere. Ich weiß ja nicht, ob ich die wirklich alle schaffe zu kaufen, weil vor allem diese Schokokuh und diese Erdbeerkuh oder wie die heißt, 10.000 kosten. Also das ist echt nicht so günstig, sage ich mal. Deswegen kann es auch sein, dass ich nur ein paar Tiere kaufe, die so in meiner Macht stehen. Und ja, und im Winter lohnt es sich halt natürlich voll. Deswegen habe ich auch schon viel gefahren. Ich glaube, ich habe jetzt 15.000 oder jetzt 16.000 irgendwas. Ich weiß es nicht. Und ja, und da war halt jetzt dieses. Ach nee. Und es ist halt so nach 60 Tagen und ihr könnt halt mit dem Baby gar nicht interagieren. Und das liegt manchmal, also es liegt im Bett, aber der. Also den Partner, den ihr halt genommen habt, da kann auch das Kind halt in den Armen liegen so. Und ja, und da Valentinstag war, ne, wo die sich halt dann die Schokolade da schenken, habe ich mir schon gedacht, dass das passiert, weil man hat so eine Szene gesehen, wo wir alle zusammen da im Bett gelegen haben. Und ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das auch wieder passieren wird, dass er irgendwie wieder was in meine Tasche reinpackt. Aber ich dachte, das wäre derselbe Text. Aber nee, nee, das ist es nicht. Also dieses Stöber-Stöber kam am Anfang zwar auch, aber er sagt jetzt was anderes, was ich jetzt vorlesen werde.
Einfach so mit der Tasche einzuschlafen. Ich nehme an, das ist auch eine Art, sich der Arbeit hinzugeben. Wie inspirierend. Okay. Ich hoffe, es vermischt sich nicht mit den ganzen anderen Dingen da drin. So, fertig. Das sollte reichen. Ja, dieses Mal war das nicht so pervers, ey, wie letztes Mal. Ey, also da habe ich mir echt so gedacht. Okay, ja, tatsächlich. Orangette. Okay. Orangette. Ja. Ja, und er sagt nichts anderes, also das, was er letztes Mal auch gesagt hat, und sonst ist auch nicht viel passiert. Ach ja, ich habe 16.300, so. Ja, und hier liegt das Baby immer noch. Und ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also der Part ist noch nicht zu Ende, ich nehme noch ein paar Minuten auf. Ich schätze mal, wir sehen uns Emir beim nächsten Herz-Event wieder. Und ja, und da, also die Sachen mit dem Kinder sind auch so Herz-Events oder kleine Herz-Events, das wollte ich auch noch sagen. Und ja, und dann farme ich jetzt mal ein bisschen mehr Geld noch und dann sehen wir uns, ja, keine Ahnung, entweder bei irgendeinem anderen Herz-Event oder wenn das Kind anfängt zu wachsen, also sprich zur zweiten Phase hinübergeht, nämlich des krabbelnden Babys. So, weiter geht's auch schon. Ja, ich habe fast was vergessen. Also ich wollte ja eigentlich, das habe ich auch vergessen, als ich denn so, weil ich dachte, das haben wir noch nicht gemacht, aber ich glaube schon mit diesen Geburtstagsbriefen, das wollte ich noch sagen. Und ja, und dann dachte ich mir so, du hast das doch schon gemacht, ne? Also schon den Leuten gezeigt. Und ich denke mir so, oh, shit, ne? Ich dachte mir so, nein, das hast du doch denn schon mal gezeigt. Und deswegen habe ich da dann nicht mehr weitergemacht, weil ich habe es ja euch schon mal gezeigt. Hoffe ich doch. Wenn ihr, ja, also eigentlich ist das auch jetzt nichts Großes. Ne, und Brandon hat mich, weil ich habe mir jetzt ein Ziel gesetzt mit 20.000 Goldmünzen sind es ja. Hier. Also als Ziel zum Geldfarmen, das habe ich geschafft, ich habe 20.100 irgendwas. Und dann meinte er so, weil ich ihn angesprochen habe, und dann hat er so auf einmal was anderes gelabert, von wegen, ja, so Nachthimmel, Sternlicht, Nacht. Und ich so, ah, ne? Und dann guckte ich so auf den Kalender und ich so, ja, könnte ich eigentlich machen, ne? Und dann habe ich gesehen, dass ja der Hochzeitstag da auch ist. Ne? Da hätte ich fast den Hochzeitstag vergessen. Oh Gott, ich weiß zwar nicht, ob da irgendwas auch so passiert, herz-event-technisch. Aber naja, das sehen wir ja jetzt. Also jetzt ist erstmal Sternlichtnacht. Weil das ist, glaube ich, schon anders. Weil letztes Mal haben wir, glaube ich, nicht zusammen gewohnt. Wenn, sorry, falls ich es jetzt nochmal zum zweiten Mal zeige. Also habe ich ja auch mit den anderen Sachen gemacht. Aber naja, ist ja auch egal. Wir labern einfach nicht mehr lange rum, wie man sitzt einfach. Luna, heute Sternlichtnacht. Aus diesem Grund habe ich etwas zubereitet, das sich diesem zauberhaften Abend geziemt. Komm, lass uns essen. Geziemt? Was ist denn geziemt? Was dazu passt? Ach, keine Ahnung. Die heutige Nacht war wirklich besonders. Ich hatte eine Menge Spaß. Okay. So viele Details, wenn man so denkt. So, morgen ist der Hochzeitstag, da können wir ja, warte, ich sprich ihn mal an. Ne, weil ich nicht weiß, ob die Punkte trotzdem noch gelten mit dem Reden, weil ich will den jetzt auch nicht ignorieren und dann... Ah, jetzt passiert was. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was im heutigen Part geschieht. Ich hoffe, dass ich das so zusammengeschnippelt kriege, wenn nicht... Ja, komm einfach so einmal so gefühlt einen 5-Minuten-Part und dann... Ach nee, das eine... Ja, 7 Minuten haben wir aufgenommen. Ich möchte ja so, dass es 15 Minuten sind. Deswegen kann auch sein, dass es jetzt 1-2 Minuten länger sind. Aber ist ja auch nicht so schön. Guten Morgen, Luna. Erinnerst du dich, was heute für ein Tag ist? Oh, dein Geburtstag, mein Geburtstag. Nein, unser Hochzeitstag natürlich. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich einfach gesagt hätte, sein Geburtstag. Korrekt, heute ist unser Hochzeitstag. Es wäre undenkbar gewesen, dass du diese wichtige Date vergisst. Ja gut, ich hab's eigentlich vergessen, aber ist ja auch egal. Zur Feier des Tages habe ich ein Geschenk für dich arrangiert. Hier, ich hoffe, es gefällt dir.
Ich habe mir viel Mühe dabei gegeben, das perfekte Geschenk für dich zu finden. Ich hoffe, du magst es. Ich freue mich darauf, noch viele weitere Jahre mit dir zu verbringen. Ich liebe dich, Luna. Oh! Voll sweet. Yo, ein Topaz? What the fuck? Ah, kann ich das nicht irgendwie auspacken? Hallo, ich will das auspacken. Ja. Ja, sehr schön. Der weiß, das war gelbbraun. Okay. Ja, ich sehe, die Zeit ist auch um. Achso, ich kann es gar nicht. Ja, aber... Kann man das nicht irgendwie auspacken? Naja, gucke ich das nächste Partner. Den nächsten Partner. Ja, das war's denn für heute mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like da lassen und gerne einen Kommentar schreiben. Und ich wünsche noch euch einen schönen Tag. Tschüss!